Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar, die verschiedenen Zeitzonen im Forex-Handel gewinnbringend nutzen. Und unser Referent heute Abend ist Timo Kosiol. Ich freue mich, dass er für uns heute die Zeit gefunden hat. Und ja, wenn Sie mich noch nicht kennen, ich war jetzt auch eine längere Zeit nicht mehr da, haben wir jetzt im Vorgespräch ja schon haben Sie ja schon mitbekommen. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat und freue mich natürlich ebenfalls, dass Sie heute live dabei sind. Gut, dann einmal den Risikohinweis. Daran hat sich nichts geändert. Müssen wir kurz darüber sprechen, denn dieses Webinar dient wie immer nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt heute, was uns Timo heute zeigt, müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event auf gar keinen Fall als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. Ja, wenn Sie sich gerade die Aufzeichnung anschauen, dann können Sie natürlich an der Stelle pausieren. Alles klar, dann Timo, übergebe ich sehr gerne den Bildschirm. Bin natürlich sehr gespannt, was du für uns heute mitgebracht hast und wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Super, vielen Dank. So, ich bin ja immer wieder begeistert, wie Nelson meinen Namen ausspricht. Oder dass war er das ihn richtig? Korrekt ausspricht. Ja, gut. Den ganzen Tag geübt. Okay. Ja, super. Auch von mir nochmal herzliches Willkommen an alle Teilnehmer da draußen. Wir wollen uns heute mal so ein bisschen mit dem Forex-Handel beschäftigen. Und zwar, das passt ja auch gerade ganz gut, so weil die Indizes, die machen ja auch gerade so eine kleine Verschnaufspause, beziehungsweise was DAX und DAU da gerade treiben, das ist ja schon fast Arbeitsverweigerung. Und da ist es ja auch mal ganz gut, wenn man den Blick mal so ein bisschen schweifen lässt und so mal ein bisschen fernab von den Lieblingsmärkten schaut, ne, was ist dort noch so los oder wo geht vielleicht gerade die Luzi ab. Von daher wagen wir heute mal einen Blick auf die Forex-Märkte. Und falls ihr Forex schon handelt, falls ihr Forex-Paare handelt, dann schreibt doch mal so kurz in die Kommentare, welche Märkte, welche Währungen das sind. Würde mich mal interessieren. Wie gesagt, Forex-Handel ist heute das Thema und vor allem so die Zeitzonen in dem Forex-Handel und vor allem auch natürlich, wie man die dann am Ende für sich nutzen kann, für sein Trading nutzen kann und wie man da vielleicht auch einen Vorteil draus ziehen kann. Gut, dann würde ich sagen, legen wir los. Und zwar fangen wir mal an mit generell so den, ja, den Unterschieden. Was sind so die Unterschiede im Forex-Handel? Was sind so die Unterschiede zwischen den Indizes, wenn man die handelt? Und entsprechend werden wir mal auf so ein paar Unterschiede drauf eingehen. Also ich kann das Thema jetzt auch nur so ein bisschen kurz anreißen, weil jetzt die kompletten Unterschiede zu erklären, das würde wahrscheinlich so ein bisschen den Rahmen sprengen und das Ganze auch irgendwie so ein bisschen ausufern lassen. Von daher werde ich das kurz halten und beschränke mich mal so auf die wesentlichen Sachen. Zum einen findet im Forex-Handel die Preissetzung nicht an einer zentralen Börse statt. Was heißt das genau? Also nehmen wir jetzt mal den Aktienhandel. Wir handeln zum Beispiel eine Bayer-Aktie an der Frankfurter Börse. Dann entsprechend findet dort der Handel an der Frankfurter Börse statt. Das heißt, die Marktteilnehmer kaufen an der Frankfurter Börse und verkaufen an der Frankfurter Börse. Und die entsprechende Preissetzung findet dann an der Frankfurter Börse statt. Wenn man jetzt den DAX Future zum Beispiel handelt, dann ist dort der zentrale Handelsplatz, die Eurex zum Beispiel. Das heißt, dort wird dann der DAX Future gehandelt. Und im Forex-Handel ist das ein bisschen anders. Und zwar gibt es dort nicht diese zentrale Struktur, sondern es ist eher eine, ja, dezentrale Struktur. Eine dezentrale Struktur, die über den Interbankenmarkt funktioniert. Was heißt das jetzt genau? Und zwar der Devisenmarkt ist ja ein weltweit verbundenes Netzwerk von Banken, von institutionellen Händlern, von Forex-Brokern und diversen anderen Marktteilnehmern.
Und dieses ganze Netzwerk nennt man den Interbankenmarkt und die Preisbildung findet ja unterhalb diesen oder mit diesen Marktteilnehmern statt und der Preis wird unter diesen Marktteilnehmern sozusagen ausgehandelt. Was ist ein weiterer Unterschied? Weiterer Unterschied ist, dass der Forex-Markt 24 Stunden, 5 Tage die Woche geöffnet hat. Nehmen wir wieder das Beispiel, nehmen wir die Frankfurter Börse, nehmen wir den Aktienhandel. Wenn man jetzt zum Beispiel Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse handelt, hat die Börse von 9 Uhr bis 17:30 Uhr auf und in dieser Zeit kann man dort Aktien handeln. Beim Devisenmarkt ist das so, der Devisenmarkt hat 24 Stunden am Tag auf und 5 Tage die Woche, nur Samstag und Sonntag ist quasi geschlossen. Und ein weiterer Unterschied ist, oder Unterschied insofern, dass sich vier wichtige Handelszentren herausgebildet haben und somit auch ja vier verschiedene Zeitzonen, die für uns als Händler interessant sind und die wir auch für unseren Handel nutzen können. So, ich schaue mal in die Fragen beziehungsweise was ihr so an Währungen handelt. Also Euro, US-Dollar, British Pfund, US-Dollar, Majors, genau. Okay. So, wie gesagt, vier wichtige Handelszentren und entsprechend auch Zeitzonen, die sich etabliert haben. Und zwar, wenn wir uns mal folgende Skala anschauen. Das ist jetzt die Uhrzeit, beginnend von 23 Uhr bis 22 Uhr. Das heißt, wir haben hier in dieser Zeit, auf dieser Zeitskala, die kompletten 24 Stunden abgebildet. Und es geht los mit Sydney. Sydney ist quasi der erste Markt, der sozusagen sonntagnachts öffnet, 23 Uhr momentan, so bis 7 Uhr. Das ist der erste Handelsplatz, die erste Zeitzone. Danach folgt Tokio, 1 Uhr bis 10 Uhr. Das ist so der asiatische Markt. Dann um 9 Uhr kommt London dazu bis 17 Uhr. Und als letztes wichtiges Handelszentrum hat sich New York herausgebildet von 14 bis 22 Uhr. Und dann geht das ganze Spiel wieder von vorne los, entsprechend. Oder bis 23 Uhr New York. Und entsprechend geht dann das ganze Spiel wieder von vorne los. Dann übernimmt wieder Sydney. Und entsprechend geht das Ganze dann wieder von vorne los. So, wenn man sich die verschiedenen Zeitzonen und auch die verschiedenen Handelsplätze anschaut, dann kann man auch mal auf das Handelsvolumen schauen. Und da sieht man zum Beispiel, dass es dort auch eine entsprechende Verteilung gibt, die ungefähr so aussieht. Das meiste Volumen wird in der Zeit oder am Handelsplatz London gedreht. Dann als zweites New York. Und wenn man die beiden Sachen zusammennimmt, London und New York, wird da ungefähr 60% des gesamten Devisenmarktes oder des Handelsvolumens des Devisenmarktes quasi gedreht. Und das andere verteilt sich Sydney, Tokio und noch diverse andere Handelsplätze. Gehen wir nochmal zurück auf diese Grafik. Was man hier auch sehen kann, ist, dass entsprechend es auch Überschneidungen in den Handelssessions, oder zwischen den Handelssessions, in den Handelszentren gibt, entsprechend hier markiert. Das heißt, wir haben hier in diesem Bereich, wo sich Sydney und Tokio unterscheiden, überschneiden besser gesagt. Wir haben hier in dem Bereich, wo sich Tokio und London quasi überschneidet. Und für uns als europäische Händler ist insbesondere dieser Bereich interessant, weil dort zum einen die großen Zentren wie London aufhaben und entsprechend auch, ne, New York, also sprich die amerikanischen Teilnehmer am Markt sind und auch da geöffnet haben. Das heißt, wenn wir die Zeit zwischen 14 und 17 Uhr nehmen, dann haben wir dort quasi die meisten Händler am Start und diese Überschneidungen bedeuten auch für uns oder diese Überschneidungen sollte man auch im Hinterkopf behalten, denn wenn entsprechend viele Händler am Markt sind, dann
heißt das auch, dass entsprechend mehr Volumen im Markt einfach ist. Und mehr Volumen bedeutet dann auch häufig eine höhere Volatilität. So, und höhere Volatilität bzw. mehr Volumen im Markt ist für uns als Händler insofern auch interessant, weil das dann auch häufig bedeutet, dass wir einfach mit einem geringeren Spread das Ganze handeln können, die Währung handeln können. So, gibt es dazu jetzt erstmal Fragen zu diesen verschiedenen Sessions, zu den Handelszentren? So, sind das MT5-Serverzeiten oder auf was beziehen sich die Zeitzonen? Also die Zeitzonen beziehen sich jetzt auf unsere momentane Zeit, also ne, auf die europäische Sommerzeit. Die Serverzeiten vom MT5 sind ja mal ein bisschen anders. Die beziehen sich jetzt bei FX Flat, glaube ich, auf die GMT-Zeit, meine ich, ist das. Oder Nelson, das ist, glaube ich, Londoner Zeit, die Serverzeit von euch. Das ist GMT plus 2 beziehungsweise plus 3, je nachdem, ob wir Sommer- oder Winterzeit haben. Okay, genau. Also die Zeiten, die ich gerade genannt habe, das sind jetzt die Zeiten der europäischen Sommerzeit, weil die Serverzeiten vom MT5 oder MT4 ja immer ein bisschen anders sind, je nachdem, wo der Server dann steht. Genau, bei uns ist das so, dass es 1 Stunde plus ist, ne? Okay. Zu unserer Zeit. Genau, also wenn es quasi bei uns 9 Uhr ist, dann wird im MT5 dann entsprechend unten in der Leiste 10 Uhr angezeigt. Also man muss quasi immer von der Serverzeit 1 Stunde zurückrechnen, dann hat man unsere deutsche europäische Zeit momentan. Okay. Gut, dann würde ich sagen, dann gehen wir mal in den Chart und schauen uns mal so ein bisschen die verschiedenen Zeitzonen, die verschiedenen Handelszonen oder Handelszentren, beziehungsweise die verschiedenen Zeitzonen der Handelszentren so rum oder genauer gesagt so rum. Schauen wir uns mal ein bisschen im Chart an und schauen mal, was wir da so alles erkennen können und ableiten können. So, gehen wir als erstes mal in den Euro-US-Dollar, die am meisten gehandelte Währung. So, als erstes ziehe ich mir jetzt mal meine Toolbox wieder in den Chart, um mir ein paar Sachen einzublenden. So, wenn man die Toolbox noch nicht hat, dann kann man entsprechend über den Installationsmanager des Share Traders das Ganze installieren, Lizenzvereinbarung akzeptieren und dann findet man ganz unten ein Eintrag MT Tools Collections und wenn man die installiert, dann entsprechend bekommt man einen Ordner installiert. Im Navigator heißt der Timo Kosio. Dort gibt es den Eintrag Toolbox und entsprechend kann man sich das dann auf den Chart sehen und hat dann dieses untere Panel, was man hier sieht. So, gehen wir als erstes mal hin und schauen uns mal an. Wir haben ja gesagt, dass zwischen 14 und 17 Uhr die meiste Musik im Markt ist und ich schalte mir hier mal Fibus ein und dann sieht man zum einen hier mit so einem Kästchen, das ist die Zeit zwischen 14 und 17 Uhr und dann können wir jetzt mal schauen, okay, was ist denn, wie ist es denn so, wie ist denn die Marktbewegung in dieser Zeit? Und da kann man schon sehen, dass in dieser Zeit einfach auch die meiste Musik so im Markt ist. Vorher hat man so ein bisschen rumgedümpelt hier und dann geht es halt los. Entsprechend steigt der Markt, geht nach oben, es kommt Volumen in den Markt. Hier genauso. Jetzt kommen wir mal ein bisschen zurück. Hier sieht man es auch. Hier dümpelt der Markt so ein bisschen rum. Entsprechend 14 Uhr kommen dann
die Händler in dem Markt oder verstärkt Händler in dem Markt und es kommt Wohler rein und der Markt steigt quasi nach oben. So, ich habe hier das Range High von 17 bis und hier das Low von 14 bis 17 Uhr. Hier habe ich mir verschiedene Fibo-Levels anzeigen lassen und entsprechend kann ich das für meine Trade-Planung und für meine Trade-Analyse nutzen. So, was ich jetzt mache, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel die Währung Euro-US-Dollar habe, ich schaue mir an, okay, wie ist es denn in der europäischen Session, also in der London-Session gelaufen, indem ich hier zum Beispiel 9 bis 14 Uhr eintrage, also bis quasi, ja, die Amis in den Markt kommen, um quasi meine Trade-Analyse vorzunehmen, um zu schauen, okay, ne, was passiert jetzt und kann ich das vielleicht für meine Trade-Überlegung nutzen? Und was man zum Beispiel hier sieht, wenn man jetzt diese Box hier nimmt, das ist die Zeit zwischen 9 und 14 Uhr entsprechend. So, was man hier sieht, dass wir zum einen so einen Durchbruch oder einen Ausbruch aus dieser Range haben. Und es ist häufig so, wenn diese Range hier von 9 bis 14 Uhr durchbrochen wird, dass es dann in der Regel oft, ne, auch noch ein ganzes Stück weiter hoch geht, wenn wir diese Range verlassen haben. Und wie man auch sehen kann, reagiert der Markt erstmal so an diesen verschiedenen Fibo-Levels. Also hier an der 138, an der 168 stößt sich hier wieder ab, um dann entsprechend weiter nach oben zu laufen. So, schauen wir uns mal andere Beispiele an. Hier haben wir wieder die Range zwischen 9 und 14 Uhr, also der London Session, und durchbrechen die Range erstmal, laufen eine ganze Ecke weiter nach oben zur 138, fast bis zur 150 und entsprechend laufen dann wieder runter, reagieren hier und entsprechend laufen weiter. Und es geht das Spiel von vorne los, das heißt, wir reagieren erstmal wieder hier am Range Low von der Range von 9 bis 14 Uhr. Und dümpeln da ein bisschen weiter rum. So, schauen wir uns mal weiter im Chart um. Diese Skalierung im MT5, das ist echt ein Graus. So. Selbes Spiel hier wieder, das heißt, wir brechen aus der Range aus und dann, ne, geht es oft auch noch eine ganze Ecke weiter nach oben, durchlaufen die ganzen Fibo-Levels, reagieren hier so ein bisschen an der 200er-Marke und laufen quasi nach hier oben. So, diese Zeitzone bzw. diesen Bereich zwischen 9 und 14 Uhr kann man also gut nutzen, um zu schauen, okay, was kann ich daraus lernen, was kann ich daraus ziehen für meine Trade-Planung, wenn ich weiß, okay, um 14 Uhr kommen die Amis in den Markt und entsprechend, ne, was passiert dann, kann ich da irgendwelche Trades ableiten, indem ich zum Beispiel Breakout handle, indem ich sage, okay, wenn wir aus der Range ausbrechen, nach oben oder unten, dann entsprechend nehme ich den Move mit und versuche mich long in den Markt zu platzieren und entsprechend die Bewegung mit nach oben zu nehmen. Genau, Aufzeichnung vom Webinar gibt es auf jeden Fall. Kann man sich dann später auch zum Beispiel auf der FX-Flat-Seite anschauen. Gut, schauen wir uns mal eine zweite Währung an. Und zwar nehmen wir mal den oder das britische Pfund und den japanischen Yen. So, was ich auch noch machen kann, ist, ich kann mir hier in der Toolbox die Forex-Zeiten anzeigen lassen. Gibt es hier so eine Checkbox, kann ich draufklicken und dann werden mir die entsprechenden Zeiten angezeigt, wann die entsprechenden, ja, Handelsplätze aufmachen.
So, zum Beispiel sehe ich jetzt hier ist Sydney, hier ist Tokio und dann weiß ich halt, okay, hier in diesem Bereich ist quasi die Überschneidung, die Überlappung und umgekehrt, hier ist London, da ist New York und entsprechend habe ich, ne, das ist falsch, habe ich hier sozusagen meine Überlappung und kann das entsprechend auch wieder mir anschauen, analysieren. Oder entsprechend, wenn ich jetzt sage, hier unten gebe ich wieder ein von, wenn ich jetzt die London Session zum Beispiel wieder nehme, 14 bis 17 Uhr, schalte hier meine Fibos wieder ein. Dann wird mir hier entsprechend die Überlappung angezeigt. So. Aber ich nehme jetzt, ich habe bewusst das britische Pfund und den japanischen Yen genommen, weil ich dort zwei Zeitzonen gegeneinander handeln möchte. Also, zum einen nehme ich eine Währung, die aus dem europäischen Raum kommt, das britische Pfund und den japanischen Yen, entsprechend eine asiatische Währung. Und dann schaue ich mir an, okay, wie ist es denn jetzt beispielsweise, wie ist denn die Währung in der Tokyo Session gehandelt worden? Dann trage ich hier ein, 1 Uhr bis 9 Uhr, weil um 9 Uhr ja die London Session aufmacht. Und entsprechend kann ich dort das ähnliche Spiel auch wie im Euro spielen. Das ist hier meine Tokyo Session sozusagen, hier beginnt quasi London. Und wie kann ich das jetzt nutzen? Also zum einen sehe ich, dass der Kurs vom Range High erstmal hier runterläuft, entsprechend hier an dem Fibo-Level ein bisschen reagiert und entsprechend durch das Range Low bricht und den Weg weiter nach unten quasi fortsetzt. So, schauen wir uns mal weiter um. So. Nehmen wir jetzt mal den Tag. So. Wir laufen vom Range Low hoch, reagieren so ein bisschen am 61,8er Level, durchbrechen kurz die Range, aber laufen wieder zurück, reagieren wieder an dem 68,8er Level und fallen entsprechend runter, durchbrechen die Range nach unten und die Reise geht erstmal eine ganze Ecke weiter nach unten. Wir laufen wieder hoch und reagieren erstmal wieder an der Unterkante der Range. So. Hier wieder ein bisschen 138er Level, bisschen Reaktion, 168er. So, schauen wir uns das nochmal an. So, ähnliches Spiel hier. Das heißt, ne, wir durchbrechen hier unten die Unterkante des Lows, fallen nach unten, reagieren so ein bisschen hier an der 200er Marke und entsprechend, ne, laufen eine ganze Ecke weiter nach unten. Und so kann man entsprechend ja zwei Währungen aus verschiedenen Zeitzonen handeln, kann die so ein bisschen gegenüberstellen und kann schauen, okay, wie ist die eine Session gelaufen? Was kann ich daraus für Trade-Ideen ziehen in meiner europäischen Session, die ich jetzt zum Beispiel handle? Ne, und das geht dann mit entsprechenden anderen Währungen auch. Also man kann jetzt auch den Euro zum Beispiel gegen das japanische Yen handeln. Entsprechend, ne, oder auch den US-Dollar, japanisches Yen. Da entsprechend kann man auch so zwei verschiedene Währungen quasi gegenüberstellen und dann schauen, okay, ne, wie kann ich die Sachen nutzen, wie kann ich die Sachen, die Zeitzonen quasi nutzen, um daraus irgendwelche Trade-Ideen abzuleiten.
So, freundlicher Hinweis, du sagst 168er und meinst 161,8er. Das ist vollkommen richtig. Wenn ich 168er gesagt habe, dann war das natürlich falsch. Gemeint habe ich 161,8. Genau. Vollkommen richtig. Dann habe ich mich versprochen. Wo kann man diese anschauen? Ich weiß jetzt nicht genau, was diese anschauen heißt. Vielleicht nochmal präzisieren, was diese anschauen heißt. Gut. Ich glaube, das war bezogen auf die Aufzeichnung. Okay, alles klar. Verstehe. Gut, gibt es zu diesen Zeitzonen und wie man die Zeitzonen nutzen kann und wie man da vielleicht Trade-Ideen ableiten kann, gibt es da noch irgendwelche Fragen? Wo schalte ich die orangenen Kästchen ein? Die sehe ich nicht. Also die orangenen Kästchen, die kann man hier unten, indem man hier auf Fibus klickt. Also man trägt hier eine Zeit ein und entsprechend klickt man dann auf Fibus und dann bekommt man diese orangen Kästchen angezeigt, die diese Zeit hier unten repräsentieren, also 9 bis oder 1 bis 9 Uhr in dem Fall. Und danach werden wir die entsprechenden Fibo-Levels berechnet. Okay. Gut, dann ist ja soweit alles klar. Genau. Keine Fragen mehr. Perfekt. Also, im Prinzip bin ich auch schon durch. Ich habe gedacht, ich mache heute mal eine kurze, knackige Nummer. Nachdem ich die letzten Male immer krass überzogen habe, habe ich gedacht, ich mache heute mal eine kurze, knackige Nummer bezüglich Forex und Zeitzonen. Und entsprechend, wenn ihr mehr Infos zu dem Tool, die Toolbox, die ich gerade vorgestellt habe, wenn ihr mehr Infos dazu haben möchtet, gerne mal auf Daytrader Tools vorbeischauen oder auch entsprechend, wenn ihr ein bisschen mehr über Ghost erfahren wollt, mein Handelstool, mein Handelssystem, dann gerne mal auf Daytrader Tools vorbeischauen oder auch entsprechend in der Gruppe mal gruppe.ghost-trading.de. Ja, ansonsten bin ich soweit durch und bedanke mich, dass ihr dabei wart und übergebe zurück an den Nelson. Macht's gut. Ciao, ciao. Ja, super. Vielen Dank, Timo. Und ich hoffe, dass wir neue Termine zusammen ja, ausmachen können, um weitere Webinare mit dir hier zusammen machen zu dürfen. Und freue mich auch natürlich, dass so viele dabei waren heute Abend. Bedanke mich für die Teilnahme. Wünsche natürlich auch einen schönen Abend und morgen oder heute Abend auch nochmal einen erfolgreichen Handelstag. Bleiben Sie gesund und ja, Aufzeichnung kommt so schnell wie möglich online. Und hier ist noch eine Frage für dich, Timo. Vielleicht möchtest du die noch beantworten. Also Toolbox mit dem VPOC-Tool ist auf jeden Fall kompatibel, kann man beide problemlos nutzen. Ist gar kein Problem, habe ich auch oft im Einsatz, beide zusammen. Den Ghost oder den Rabatt für den, der hier zu sehen ist, der 25% Rabatt gilt nur für Ghost und entsprechend auch nur für Neukunden bei FX Flat, nicht für die anderen Programme. Gibt es den auch ein Demokonto? Ja, also die Toolbox, die gibt es auch fürs Demokonto. Es gibt auch eine kostenlose Testphase. Also mit der Installation, die ich eben gezeigt habe, kann man das Tool eine Woche lang installieren, kostenlos auf dem Demokonto testen, ausprobieren. Gar kein Problem. Muss man sich auch nirgendwo anmelden oder so, einfach installieren. Und dann kann man das Ganze, also die Toolbox, für eine Woche komplett kostenlos testen. Und ich würde mich auf jeden Fall auch freuen, Nelson, wenn wir noch mal so ein paar Termine ausmachen und noch ein paar weitere Webinare zusammen machen. Wäre auf jeden Fall cool. Nichts leichter als das. Also das kriegen wir hin. Okay. Ich freue mich Super. und ja, es kommen keine weiteren Fragen. Wenn Fragen noch trotzdem noch auftreten, auch nach dem Webinar, können Sie uns natürlich kontaktieren und wir leiten das Ganze natürlich weiter.
Wie gesagt, Aufzeichnung bitte bei uns auf dem YouTube-Kanal dann anschauen und Timo wird es sicherlich auch bei ihm, bei sich dann entsprechend auch hochladen. Da können Sie sich das auch anschauen. Und dann war es das tatsächlich. Einen schönen Abend, bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Bis dann.